Scheiße. Nein, nein. Kann man den nicht stoßen oder so? Mann, oh. Scheiße. Ah, gut. Oh. Boah, ich dachte gerade, das wäre ein Wildschwein. Ich dachte schon so geil. Oh ja, da kann man bestimmt runterrutschen, ja. Juhu. Oh, oh. Verdammt. Es wird langsam und fahrbar. Habt ihr mich jetzt echt nicht gesehen? Boah, sind die Behinderte. Na, egal. Nein, nicht egal, die hatten ein Auto. Scheiße. Da, hör, guck mal. Ey, komm, da wird er. Oh, Fähigkeitspunkt, stimmt. Nee, oder? Hey, nicht wirklich. Ach, man, ey. Egal, Fähigkeitspunkte erhalten. Fähigkeiten, Fähigkeiten, Fähigkeiten. Oh, 3 Stück. Krass. Ja, gut, nehme ich halt die hier. Mit Leer wirst du dich auf einen Gegner und tötest ihn. Sauber. Nimm weg. So. Verbessert. Nö. Nö. Mal hier gucken. Ah, es geht nicht mehr, habe ich schon. Ich würde fast sagen, wir nehmen das hier. Das hier. So, der Tower wächst. Leiche geplündert. Auto am Sack, weswegen wir die eigentlich angehalten haben. Na egal. Immerhin haben wir was gekriegt. Oh, da kommen noch welche. Guck mal, hallo. Er hat keine Deckung. Jetzt bist du dran. Brauch ich auch nicht, weil ihr eh nicht trefft. Aha. So, plündern hier. Ja. Plündern, plündern, plündern. Oh, Batterien habe ich den bei dem gefunden. Die waren bestimmt für seinen Vibrator. Von diesem Schwuchtel. So, der hat ein Smartphone, das ist doch schon viel besser. Oh, guck mal, die haben so einen Wackeldackel, der aussieht wie eine Frau auf, an Bord. Shit, wo ist das Ziel eigentlich? Das sollte ich jetzt echt mal gucken. Das Ziel ist da drüben, das heißt, ich kann, ja, komm, fahren wir einfach hier auf der Straße. Wie jeder normale andere Mensch auch. Oder wie jeder andere normale Mensch auch. Welche davon sind Piraten? Ich glaube, die hier. Wir kämpfen bis zum Sieg. Oh, noch mehr Leichen, sauber. Hey, hey du. Ich kann nicht, muss Leichen plündern. Jetzt, ma, mein Gott. Hallo? Jetzt, Hey du, hier rüber. Hey, komm näher. Mein Gott, ich komme ja gleich hier, Pisser. Hey du, komm mal her. Ja, was denn? Danke für die Hilfe. Dafür bin ich gemacht. Sauber! $150. Ja, geil. Hab ich gern gemacht. So, jetzt. Danke. Also, man sieht sich. Tschüss. So. Oi. Da muss ich lang, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das Piraten sind, aber ich werde sie dennoch umfahren. Ja, Piraten. Oh, 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 oh. Sauber. Noch mehr Piraten dort. Piraten dort, Piraten dort. Ja, alle. Alle, alle leer machen. Ja, alle, alle looten. So, ja. Benutzte Nadeln. Oh, würde ich nicht unbedingt mitnehmen, ja. Wenn ich ehrlich bin. Ja, egal. Wie dem auch so sei.
So. Boah, die Musik hat zu unserem Trip vorher gepasst, sehr krass. Ja, da kommt doch Urlaubsstimmung auf hier. Ballermann! Oh, guck mal, da gibt's so einen. Ah, Moment. Moment. So. Parken FTW. Guck mal, da vorne gibt's einen Alarm zum Deaktivieren. Und das werden wir doch auch mal machen, würde ich sagen. Allerdings muss ich dafür ganz. Oh, oh. Leise sein. Alles erstmal abchecken. Eins, zwei. Ja, jetzt könnte ich ja eigentlich theoretisch Rabatz machen. Ich meine, Verstärkung ist ja jetzt nicht mehr. Ah, ah. So, gut, plündern wir die mal. Gib wieder Muni, Munition. Money, money, money. Oder Muni, Muni. Yeah. Alter, bin ich behindert. Bam. Biatch. So, Chef, fertig. Guck mal, Klacks. Außenposten befreit, kein Alarm ausgelöst. 550 XP. Ha, wollte wohl Alarm auslösen, wa? So. Neuer automatisierter. Was für Ding? Weshalb bist du Julia, hä? Die neue Rennliga. Neues Messerwerfen spielen dieser. Messerwerfen, sauber. Oh, guck mal. Boah. Wir sind noch nicht fertig. Eine gesuchte Todesaufgabe. So, mal gucken. Ein Pirat hat eine Form übernommen, die um den Hunger. Töte ihn mit einem Messer. Ja, machen wir. Machen wir, wa? Hui. So. Guck mal, die haben auch so einen Wackelkack. Oh, ist das Musik, Alter. Boah. Geht gar nicht. Aber egal. Trotzdem ein geiles Spiel. Ja, wobei, das Lied ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht, sagen wir so. Wow. Oh, shit. Fuck. Hui. Oh, stimmt. Okay. Dann pirsche ich mich mal ran an die Piraten. Ich dachte, man kann auch von vorne einen Takedown machen. Fuck. Das war schon der Anführer, sauber. Die restlichen darf ich ja jetzt abknallen. Ich muss ja nur den Anführer mit einem Messer killen. So, das Ganze darf ich jetzt noch einmal machen. Also insgesamt dreimal für drei Felder. Zum Kotzen, naja, egal. Und, oh Junge, ich brauche einen Munitionsbeutel, Alter.
Nee, Munitionsbeutel brauche ich. Wildschweinfell. So. Oberste Priorität hat jetzt Wildschweinfell. Und hier ist zwar Schweinegebiet, aber vielleicht gibt es auch Wildschweine. Also, mal gucken. Ja, gehen wir einfach mal hin. So. Ist ja nicht allzu weit weg. 100 Meter. Das ist machbar. Ich weiß noch, früher in der Schule, ich immer 100 Meter Sprint. 10,5 Minuten. Kein Ding. Da hab ich das Ding weggerissen. Ich hab's grunzen gehört. Das sind normale Schweine. Fuck. Hausschweine. Okay, ich tue euch nichts, Mann. Aber sag mir, eure Kollegen sind. Ich brauche Wildschweine. Hallo? Ey, ohne Scheiß, ich brauche echt Wildschweine hier jetzt langsam. Reicht's mir, ich brauche einen größeren Waffensack. Ah. Wo ist denn Wildschweinfell? Wildschweinfeld, Jagdgebiet, Reservoir, wie auch immer. Reservoir. Wo bin ich denn? Ich bin hier. Okay, es mit der Muni wird wohl noch ein bisschen warten müssen, aber... Ja gut, wobei, eigentlich... Nö, wir machen jetzt mal den Funkturm und dann gucken wir, ob es da Muni gibt. Der Funkturm ist... 800 Meter, sprinten war kurz hin, kein Problem. Ja, das Problem ist aber, man muss auch gucken, wie man das mit den einzelnen Parts immer deichselt, weil... An sich eine Viertelstunde mal irgendwo hinlatschen, ist zwar schon ein bisschen nervig. Oh, guck mal, Ziegen, Ziegen, Ziegen. Da sind sie beide down. Ich weiß zwar nicht, ob und wie viel Wildschweinfell, Ziegenfell ich noch brauche, aber man kann ja nie genug haben. Ah, doch, stimmt, hier Granatenbeutel, wusste ich es doch, für irgendwas braucht die noch Ziegenfell. Nein, nein, man verliert ja gleich wieder Leben beim Springen. So, Herstellung. Dann kicken wir mal. Wurfgeschossbeutel. Ja, machen wir. Oh, Leopardenfell ist nicht ganz was ausgefallen. So. Da gibt es noch eine Reliquie. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie man da rankommt. Aber da ist ein Auto. Perfekt. Aber andererseits, nee, komm, wir wollen ja Abenteuer leben. Wir sind ja da zum Abenteuer leben. Gehen wir erstmal eine Runde baden. Zack. Körper rein. Boah, ist hier ein Krokodil. Ich weiß nur, einmal bin ich ins Wasser gegangen. Nee, da hat mich so ein Krokodil angefallen. War zwar so lustig, aber ich habe mich auch so dermaßen erschreckt. Das war echt heftig, Bruder. Also echt Herzinfarkt, Kaschbar meines Lebens, ehrlich. Das war richtig heftig. Wenn ich da mal ein Alligator anfällt, ohne Scheiß. Ey, du erschrickst dich einfach zu Tode, Mann. Dann kriegst du nur den Trostpreis. Badum-tsching. Bei dem wir zwar stets gibt Alligator und der hat einen Lesesalz Trostpreis. Das ist relativ gut. Nur für die Langsameren. Oder die, die es nicht kennen. Soll es ja auch gehen, wa? Kick mal. Da ist unsere Markierung. Ich weiß gar nicht, wo ich da eigentlich lang schwimme. Am Ende geht es hier gar nicht zu diesem Relikt. Oh, oh, boah. Oh fuck, was ist das? Was ist das? Am Ende ist es bloß ein Stein und ich krieg hier voll die Panik. Oder was ist das, WTF? Oh ja, 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 hol Luft, hol Luft. Mann,
normal, das ist doch kein Stein, das ist doch irgendein Fisch, ne, raus, boah. Alter, da kriegst du echt so Schiss. Mal gucken, vielleicht erkennen wir von Überwasser ein bisschen was. Ne, gar nichts, ey. Ich würde sagen, mal darüber. Was ist denn das da, Alter? Ach, Möwen.